So, da sind wir wieder und jetzt haben wir ein paar Anrufer für Sie. Hi, hier ist Manfred. Ich habe mal eine Frage. Woher habt ihr eigentlich das ganze Geld für die Disco gehabt? Hallo Manfred, die Frage kann ich dir beantworten. Es gibt ja eine Oma und einen Opa, die einem Geld für sowas geben. Was? Wie? Wie soll das denn reichen, um eine Disco zu eröffnen? Pah, du denkst wohl auch nicht daran, dass Mike auch noch eine Oma hat. Jetzt mal eine Frage an dich, Manfred. Was hast du gerade an? Und eine weitere Anruferin. Ich bin die Sabine und ich war in der Disco und musste Zeuge einer Schlägerei werden. Hast du dagegen was Ach ja, ich erinnere mich immer diese Russen. Ich kann dich beruhigen, Sabine. Direkt nach diesem Zwischenfall haben wir natürlich sofort Maßnahmen ergriffen. Oh Mann, das war übel gerade. Darf ich dir aufhelfen? Gott sei Dank lief die Kamera mit. Sind die Schläger weg? Ja, Lou. Verdammt, dabei bin ich erst jetzt passend angezogen. Ich denke, es ist klar, dass wir so etwas wie einen Türsteher brauchen. Türsteher? Was ist das denn? Ich habe diese Dienstleistungsagentur gefunden. Die bieten auch Türsteher an. Während ich hier wieder klar Schiff mache, kannst du dorthin fahren und einen guten aussuchen. Mach ich! Einen Türsteher, also einen, der gut stehen kann. Willkommen bei Renta Person, der besten Dienstleistungsagentur Europas! Schönen Tag, ich suche einen Türsteher. Da kann ich Ihnen das Modell Rambo empfehlen. Treu, stabil und kugelsicher! Aber der hat ja einen Buckel und steht ungerade. Nein, sowas wollte Mike nicht. Aber wer ist das denn dort drüben? Der steht schön gerade. Nun, dieses Modell gehört eigentlich zu einer anderen Kollektion. Egal, den finde ich gut. Ich lernte an der Schlossschule von Bonn so gerade zu stehen. Vom Schloss? Wow, wohl ein echter Prinz, wa? Oh, ich hoffe, es ist nicht nur dein Rücken, der da so stramm und gerade stehen kann. Du kommst jedenfalls mit mir mit. Oh weh, die Palme müssen wir wohl entsorgen. Jo. Juhu, bin wieder da, hab wen mitgebracht. Huch, wer ist das denn? Das ist James. Er konnte so gut stehen und war so charmant. Da dachte ich mir, dass wir ihn gut vor die Tür stellen könnten. Ich heiße eigentlich Martin. Ist im Kasten. Mike meint, er hält nichts von dir. Zeig ihm mal, was du kannst. Sehr wohl. Einen schönen Abend wünsche ich. Ey, Alter, lass uns rein, du Kasper! Nein. Und warum nicht? Nun, wo soll ich nur anfangen? Ihr Haar gleicht einer öligen Stoppelwiese, ihre Kleider sehen aus wie vom Flohmarkt gestohlen und ihr Atem riecht, als hätten sie Kot gespeist. Reicht das als Antwort? Noch ein Wort und ich... Ah, der Kerl dreht durch! Elender Flegel. Lou, ich glaube, du hattest recht mit dem Türsteher. Noch ist niemand Blödes reingekommen. Na, hör mal, auf Lou ist eben Verlass. Jo. Sehr interessant.